Heute das nächste Jujutsu Kaisen Kapitel. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Feedback, dass ich mich verbessern kann. Und abonnieren, wenn ihr kein Kapitel mehr verpassen wollt. Viel Spaß! Jujutsu Kaisen Kapitel 66. Wahre Schätze 2. Gut, die Mission ist jetzt bekannt. Doch wozu? Meister Tengen braucht einen neuen Körper. Meister Tengen besitzt die magische Fähigkeit der Unsterblichkeit. Das heißt nicht, dass er nicht altert. Das eigentliche Problem ist aber, wenn er über einen bestimmten Punkt hinaus altert, versucht dieser Zauber seinen Körper zu verwandeln. Wenn dieser Punkt erreicht ist, ist er kein Mensch mehr. Auf der nächsten Existenzebene gibt es für ihn keinen freien Willen mehr. Suguru erklärt Satoru, dass der Bannkreis, der die Basis der Fachoberschule und damit der okkulten Welt darstellt, werden durch Meister Tengens Macht geschützt. Im schlimmsten Fall, wenn er keinen neuen Körper bekommt, könnte Meister Tengen eine Form annehmen, die sich sogar gegen die Magierschule wendet. Darum muss Tengen alle 500 Jahre einen kompatiblen Sternplasmakörper assimilieren. Satoru antwortet: Verstehe. Metall Greymon ist okay, aber wir wollen nicht, dass er zu Skull Greymon digitiert. Wollte ich mal kurz mit einfügen, weil ich es ziemlich witzig finde. Ein Problem gibt es bei dieser Mission noch. Zwei Fraktionen trachten nach dem Leben des Mädchens. Masamichi erklärt die Fraktion. Einerseits wäre da eine Gruppe, die unsere derzeitige Okkultismusgesellschaft stürzen will, sobald Meister Tengen die Kontrolle verliert. Die sogenannte Schamanenvereinigung Q. Und die andere Gruppe, die Meister Tengen als Gottheit verehrt. Die Sternschalensekte, Vereinigung der Zeitgefäße. Die Fusion mit dem Sternplasmakörper findet in 2 Tagen bei Vollmond statt. Bis dahin müssen Geto und Gojo das Mädchen beschützen und zu Meister Tengen führen. Währenddem sie sich auf dem Weg zum Sternplasmakörper machen, fragt Satoru, warum diese Sternschalensekte das Mädchen killen wollen. Bei diesen Schamanenvereinigungen rafft er es ja. Geto erklärt, dass die Sternschalensekte nicht wollen, dass er sich mit dem Sternplasmakörper vereint und dann verunreinigt wird, aber dass er sich eher um die Q sorgt. Satoru sagt darauf, das schaffen wir schon, wir sind doch die geilsten. Geto ärgert sich darüber, dass Satoru immer wie ein Teenager redet. Und schon sind wir im Geschehen. Am Hotel angekommen, explodiert schon was. Q greift das Mädchen schon an. Sie fällt aus dem Hotelzimmer, doch Geto ist rechtzeitig da. Unten kämpft Gojo schon gegen einen Soldat von Q, Vajir. Satoru bietet den Feind an, wenn er brav um Gnade winselt, bringt er ihn nicht um. Jetzt gibt's einen Szenenwechsel. Da sich die Sternschalensekte nicht mit Magiermeister anlegen können, auftragen sie Fushiguro, den Sternplasmakörper, zu töten. Was ihr über Fushiguro noch wissen müsst, er war früher ein Zenin. Damit endet Kapitel 66. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.